Kommen wir aber jetzt zu einem ganz anderen Thema, gesunde Ernährung. Angeblich soll die mediterrane Kost die gesündeste Ernährung der Welt sein. Also Gemüse, Obst, Salat, Nüsse, wenig Fleisch, viel Fisch und Meeresfrüchte und jeden Tag Rotwein. Viel Rotwein. Aber gerade viele junge Leute legen ja nicht nur Wert auf eine gesunde Ernährung, sondern auch auf die sogenannte Work-Life-Balance. Und da kann es ja ganz schön durcheinander kommen, weil man oft ja gar nichts mehr weiß, ist man jetzt auf der Arbeit oder ist man daheim? Weil die Arbeit, die heißt ja jetzt auch Coworking Space. Hey, da stehen bunte Stühle, kleine Wippen und in jedem Büro steht auf einem Designer-Sideboard eine Siebträger-Kaffeemaschine. Mal ehrlich, so wird man doch gern wohnen. Daheim wird nur die alte Edusche-Filter-Kaffeemaschine auf N in einer noch älteren Severin-Küche aus dem Jahr 1985. Also deswegen verstehe ich ja auch nicht, warum jetzt so viele eine Vier-Tage-Woche wollen. Im Büro ist es doch viel schöner als in der Wohnung. Und überhaupt, wenn du dort Strom, Gas und Wasser verbrauchst, wirst du dafür auch noch bezahlt? Ja, wie geil ist denn das? Außerdem gibt es dort Power-Napping-Lounges, in denen man eigentlich auch nachts schlafen kann. Und das Büro ist mit ätherischen Ölen bedampft. Daheim, da riecht's nach der Kohlsuppe vom Nachbarn. Und überall piept's und fiept's. Die Waschmaschine piept, ich bin fertig, mach mich leer. Die Spülmaschine fiept, mir ist heiß, mach mich auf. Die Mikrowelle schickt Massecodes in die Küche. Der Brokkoli-Auflauf von vorletzter Woche hat gesagt, wenn er noch länger Karussell fahren muss, geht er an die Decke. Also es ist schon erschreckend, oder? Wie mir vor Haushaltsgeräte unter Druck gesetzt wird. Und genau in dem Moment, wo du mit der rechten Hand die Waschmaschine, mit dem linken Knie die Spülmaschine und mit irgendeinem Ellenbogen die verdammte Mikrowelle aufmachst, klingelt auch noch irgendein Paketbote und hat ein Bäckchen, natürlich für die Nachbarn, für wen auch sonst. Und wenn zur Krönung auch noch auf Bayern 1 Johanna von Kotschan läuft, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, da denkst du dir nur, wäre ich einmal besser im Büro geblieben. Da ist Afterwork-Party, die feiern seit 5 Tagen, dass endlich vorbei ist, die 4-Tage-Woche.